Ja, willkommen. Wenn ihr bei mir gelandet seid, dann habt ihr das gleiche Problem wie ich und seid natürlich an der Lösung interessiert. Und zwar die Thematik, die virtuelle Kamera innerhalb von TikTok aus OBS. So, normalerweise ist es so, wir wählen das Ganze aus und haben dann die Möglichkeit, den Soundausgang von OBS zu nehmen. Wird aber hier nicht angezeigt und das war das Problem, wo ich eine Lösung gesucht habe. Die Lösung ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir erstellen einfach eine neue Quelle und nehmen statt Aufnahmegerät die Kamera, denn die Kamera hat keinen eigenen Sound. So, da wählen wir dann einfach OBS Virtuelle Kamera aus, passen noch das Kameraformat an, ziehen dann entsprechend den Bildschirm so hin, wie wir das Ganze brauchen. Und das sind eigentlich schon die wesentlichen Sachen, um das einzustellen. Wichtig ist, dass der Sound jetzt nach wie vor über TikTok Live Studio kommt. Das heißt, Mikrofon und auch der Lautsprecher müssen separat eingestellt werden. Ich habe jetzt bei mir Nvidia Broadcast genommen und als Hauptlautsprecher quasi meine Kopfhörer. Beachtet aber bitte, wenn ihr das Ganze so einstellt, dann sind alle Systemsounds zu hören. Es gibt im weiteren Verlauf noch die Option, dass man über virtuelle Soundkanäle das Ganze einstellen kann. Damit könnte man dann die Audiospuren trennen. Ich zeige es hier einmal kurz. Da haben wir dann von Rode Unify. Ist eine Gratis-Software. Da kann man die Kanäle zuordnen über die Windows-Einstellung und dann entsprechend im Programm zuweisen. Das ist für die, die es ein bisschen einfacher und leichter haben wollen. Aber so viel erstmal dazu. Wenn ihr es so einstellt, dann wird es auf jeden Fall funktionieren.